So können Sie noch zu Atem kommen. Dann bekommt jetzt zunächst Frau Sippel für eine Minute das Wort. Thank you. Flucht und Migration gehören zu den großen Herausforderungen unserer Zeit, auch für uns. Dieses Parlament hat sich nach schweren Verhandlungen auf eine Reform des Dublin-Systems verständigt. Mehr gemeinsame Verantwortung, Staaten mit Außengrenze nicht allein lassen. Doch es fehlt eine Position des Rats. Der Eindruck, zu viele ergeben sich den lauten Rufen von Populisten und Extremisten. Öffentlich erkennbar Abschottung, Zäune, Türkei-Deal, Vereinbarungen mit Libyen, Forderungen an Transitländer. Mit Blick auf Armutsmigration müssen wir gemeinsam mit Herkunftsländern erreichen, dass diese ihre Bürger zurücknehmen und weniger Menschen auf der Suche nach einer Perspektive ihr Land verlassen. Und da stimme ich dem Rat zu. Wir müssen im Dialog mit diesen Staaten bei Entwicklung, Handel, Visa und anderen Bereichen zu neuen Lösungen kommen. Der Rat könnte da vielleicht konkrete Vorschläge machen. Gestalten wir also unsere Zukunft für uns und für unsere Nachbarn. Vielen Dank. Thank you, Madam. I now give the floor to Mr. Gualtieri. Danke schön. Jetzt ist Herr Gualtieri dran. Beim dritten Mal klappt's. Ja, tut mir leid. Also ich hatte das anscheinend so spät bei meiner Fraktion beantragt. Also ich wollte auf den Brexit eingehen, aber zunächst einmal möchte ich eine kurze Bemerkung abgeben über die Grundlage unserer Gemeinschaft, wie Herr Tusk das definiert hat. Wir sind eine Territorialgemeinschaft.